Herzlich willkommen zur 29. Folge DGL3 mit dem Felix. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. So, jetzt muss ich nur mal kurz schauen, weil ich starte jetzt mit der Fischhütte. Es ist das neue Update. Und jetzt müssen wir Angelplatz. Da muss ich wahrscheinlich, glaube ich, hinbauen. Zumindest hilfreich, würde ich jetzt behaupten. Ja, dann bauen wir da die Fische hin. So, in welchem Stadtteil bin ich denn jetzt hier überhaupt? Opa zockt da. In Pressport Etlastal. Ach, Kartenfeld. Jetzt kannst du hier noch ganz Karten. Alter, was ist das für eine Riesenkarte? Wo bist du? Der falsche Knopf. Frage, nächste Frage. Links unten beim Türkisen. Ja, also in Wien-Altmannsdorf. Ich bin rechts daneben. In Pressburg-Atlastal. Steht Atlas und nicht Atlas. Atlas ja, Buch. Ist mir jetzt vollkommen egal. Oh, Alter, ist das laut. Kein Erbe. Ja, ist mir klar. Echt? Du hast keinen Erben? Das ist aber schon echt dreist. Wollen wir wieder über die ganze Karte laufen, ne? Oder so ähnlich. So wie ich mich kenne, habe ich jetzt den Charakter ausgesucht, der am anderen Ende der Karte steht. Ich laufe jetzt echt einfach über die ganze Karte. Na, ich suche gerade meinen Charakter. Da ist mein Charakter. Ausgezogen. Was machst du denn jetzt hier? Forelle. Okay. Ja, dann mach mal. So, das stellen wir gleich mal hoch hier. Also, wir spielen wieder auf unmöglich. Es soll theoretisch so sein, dass es jetzt deutlich, deutlich schwerer ist. Schauen wir mal. Richtig. Also, was ich auf jeden Fall schon mal merke, ich kann halt gerade mal einen Betriebsmitarbeiter einstellen. Weil dann schon das Geld am Ende ist. Richtig. Mit was hast du denn jetzt gestartet? Polterkunde. Wenn ich jetzt mal noch erläutern soll, warum ich das gemacht habe, weil das der einzig andere Betrieb ist, na gut, theoretisch gesehen hätte ich noch in Gaunerei reingehen können, aber das ist der einzig andere Bereich, der keine Kosten am Anfang hat. Okay. Weil du hast ja Fischen im Endeffekt, das kannst du ja mehr oder weniger kostenlos machen. Ja. Ich meine, du stellst deine Hütte ans Wasser und dann macht die halt mal gediegen da ihre Sachen. Ja. Das hast, gleich hast du ja bei den anderen Betrieben, die in dem Bereich sind, ja auch. Im Endeffekt. Genau so. Und sonst ungefähr ist das nur noch bei dem Bereich, wo ich jetzt drin bin, dass du da kostenlos Sachen machen kannst, theoretisch. Was willst du denn jetzt hier auf meiner Ecke? Was willst du meine Tante anlabern oder was? Oh, keine Ahnung. Dein Typ steht an meiner Tante dran. Das kann natürlich sein. Dein Typ stand an meiner Tante dran.
Jetzt ist meine Tante nämlich weg. Das ist nämlich meine. Schön verheiratet. Verheiratet jetzt schon. Okay. Jetzt schon. Nee, eigentlich nicht, aber ich muss ja ein bisschen blöffen. Warte mal, wo läuft denn jetzt hin? Oh, das hat 20 Gold gebracht. Ja, Wahnsinn. Ich habe 20 Gold eingenommen. Mein Kassenbuch sagt, mein Betrieb hat 2000. Was wollte ich so 2050 Ausgaben? Ach so, ja, Gebäude. Mitarbeiter. Gebäudekosten und Mitarbeiter. Stimmt, da war was. Außer man kann seit neuestem ohne Mitarbeiter arbeiten, aber das denke ich jetzt mal persönlich nicht. Unwahrscheinlich, glaube ich. Irgendeine der KIs hat schon einen Gutshof hier stehen, oder standardmäßig steht hier auf jeden Fall ein Gutshof. Sehr sympathisch. Okay. Das ist natürlich schon übel, ja. Das ist lächerlich. Hier stehen einfach drei Kräuterhütten nebeneinander. Meine und von zwei KIs. Dann steht hier noch eine Grobhandwerkerhütte. Dann steht hier noch eine Hufe. Und Okay. eine. Das ist nur ein Haus. Aber ich muss sagen, die Karte ist echt geil, was die ganzen Sachen betrifft. Hier auf meiner Ecke ist ein Angelplatz, ist ein Friedhof, ist ein Brunnen und ist ein Kräuterhain. Das heißt, im Endeffekt ist hier, glaube ich, keine einzige Sache, die so mehr oder weniger fehlt. Okay. Wahnsinn. Ja, da habe ich zwar, dass ich kein Geld habe. Ja, ich habe 70 Gold. Ich 80, aber Wow. das ist ja genauso wenig, so ungefähr. Wow. Okay, ich bin verheiratet. Jetzt. Wie hast du das denn so schnell hinbekommen? Ja, ich hab eine Liebschaft eingegangen, habe dann ein bisschen Komplimente gemacht einmal, habe dann einmal Süßholz geraspelt, habe den Heiratsantrag gemacht, puff, erledigt. Okay. Alter, ich habe 16 Taler eingenommen. Ich werde reich. Ich werde reich. So, Arbeiter einstellen. Hier, Sibylle. Sibylle zockt. Mach du mal. Mach du mal das da. Ich frage mich halt nur. Erklärt einiges. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich keinen Sound habe, bis ich gemerkt habe, dass ich meine Gesamtlautstärke eventuell ein bisschen leise gestellt habe. Aber nur ein bisschen. Okay. Weil du mir jetzt noch Schön. sagen kannst, warum die, dieser Balken. Ah, doch, der bewegt sich nur einfach nicht. Komisch. Was machst du denn? Du fängst Barsch. Okay. Wow, ich habe ganze 89 Dollar oder Gold oder wie auch immer. Huiuiui. Gesundheit, denke ich mal. Ja, danke. Meine Frau hat einfach ein Gewand der Überheblichkeit, ne? Kostet? 1300? Ja,900? dafür hat meine zwei Gewänder der Patrizier dabei und ganz viel Wolldecken dabei. Ich will mein Zeug ja nicht verkaufen, den Mantel. Der Mantel ist über overpowered ist. Ja, Alter. nein, das ist, Alter, was ist jetzt los? Das ist ja das, was Noah dabei hat. Und sie hat aber noch die adligen Kleidung an. Ja, meine K die Kleidung, die sie hat, ist aber dezent overpowered halt.
Die gibt 4 Widerstandskraft plus 5 Einfluss zu gewinnen plus 5 Lernfähigkeit und plus 4% Ansehensbonus. Also. Ja, meiner hat plus, also das Ding hat hier plus 5 Widerstandskraft, plus 3% Einfluss zugewinnen und plus 10% Ansehensbonus, was die Ding hier anhat. Die Dynastie Bormann hat einen neuen Titel, neuen Titel, neuen Titel. Ja, genau, ich habe gerade mal 89 Dollar. Und die haben hier alles. Schön oder nicht? Weißt du nicht, wie mein Hauptcharakter diesmal heißt? Lass mich überlegen. Irgendein Herr Gaming? Irgendwas mit Gaming, ja. Aber die Frage ist, was steht vor dem Gaming? Stinker Gaming. Nee, Master Gaming. Biermann, warum heißt der Biermann? Die Namen sind echt nicht besser geworden in diesem Spiel. Ich hasse diese KI. Ich stell das irgendwann mal aus wieder, ey. Das kauft sich jetzt eine Tragetasche. Hast du schon so viel Geld eingenommen? Anscheinend. Ich war bei 400, ja. Ich wollte meinen, eigentlich noch meinen zweiten Mitarbeiter einstellen. Auf einmal bin ich auf 124 runtergeploppt. Ich habe mich gefragt, wo mein Geld hin ist. Naja, dann kann ich wieder eine Viertelstunde jetzt warten, würde ich behaupten. Das Problem ist halt, du kannst auch echt nebenbei nichts machen, ne? Nee. Ich habe überlegt, ob ich meine beiden Leute einstelle jetzt in den Betrieb, aber ich weiß nicht, ob sich das so garantiert. Na gut, ich warte jetzt darauf, dass die hier unten endlich mal angekommen sind. Und dann mache ich das. Man aber auch eigentlich. So, du gehst jetzt einmal zum Gebäude da und lädst jetzt erstmal alles ab hier. Was ist denn hier alles drin? Ganze Standardsachen, die du am Anfang bekommst, um bestimmte Aktionen in dem Gebäude auszuführen, Tuch, theoretisch kann. Lilie, Jasmin, Wildrosen, Wassereimer. Okay. Schlauberger, Alter, diese Namen! So, Sibylle, wo bist du denn jetzt hier oben? Wer ist denn Sibylle? Wo läuft denn die? Die müsste dann nicht irgendwo hier durch den Garten laufen. Theoretisch. Alter, wollen die mich verarschen? Wie viel Geld machen die denn? Jetzt wird hier die nächste Hufe gebaut. Also wenn das so weitergeht, habe ich bald keinen Platz mehr, um was zu bauen. Das ist traurigerweise nicht mal übertrieben. Ja, was machst du denn da? Hör auf, dich hier mit Hans zu unterhalten, du sollst zur Arbeit gehen. Auf dich mit Hans zu unterhalten. Warum Hans? Wer ist Hans? Keine Ahnung, hat sich damit unterwegs mit irgendeinem Hans unterhalten. Ach so. Ich dachte, Hans wäre einer deiner Leute. Nee. Vor allem mein Fuhrleut heißt Erdmunde. Ist natürlich super. Also das Bild hat einfach mal 160% Produktivität. Alter. Unglaublich. Was war das? Was ist das? Die schnappen weg. Sein neuen Titel erworben, alles klar.
Boah, Alter, ich habe hier einfach mal 61, was, wie heißen die Fische hier? Forellen. 61 Forellen und 36 Barsche. Was machen die denn hier? Achso, die machen geräucherten Barsch. Geräucherten Arsch, was? Ja. Das ist die Blumenmann, Alter Schwede. Das Glück ist mit euch. Ihr seid auf einem Feld unter der Stadt und findet einige antike Scherben. Trotz eurer Überteuerung, dass dies doch nur Tand sei, überreicht man euch auf dem Marktplatz als Belohnung für den Fund einen Beutel mit 6 Dollar. Jetzt bin ich reich. So, ich hätte es jetzt nicht unbedingt gesagt, aber ja. Ey, 6 Dings sind, das sind ungefähr ein Zugewinn von 10%. Was machst du denn da? Zutaten sammeln. Läufst du da jetzt hin oder was? Achso, jetzt hockt die beide auf dem Angelplatz. Na gut, dann sucht halt mal weiter Fische, obwohl wir einfach hier trotzdem immer noch 90 Fische im Dings drin haben. Ist doch schön. Barsch soll immer 40 drin sein. Ach so, deswegen wahrscheinlich. Aber du holst Forellen. Na gut. Dann hol dir mal Forellen. Lass mal ganz kurz gucken hier. Kassenbuch. Nur ein Titel erworben. Ja, genau. Mach ich jetzt auch mal. Aber du hast kein Geld, ne? Ja, ich habe gerade mal das ganze Zeug verkauft, was meine Madame mitgebracht hat. Hat 3000 gebracht. Ich jetzt zwar relativ ehrlich gesagt nicht, was du davon hast, den neuen Titel davon zu kaufen, aber das ist ja egal. Doch. Was gehe ich denn jetzt mal rein? Ja, eigentlich müsste ich so in Richtung Obstbauer gehen, wa? Wo bist du reingegangen? Immer noch in den komplett anderen Baum als du. Bin bei Wissenschaft drin. Okay. Muss ich Obstbau irgendwo in der Nähe bauen? Ja. Was muss ich denn noch sagen? Immer noch ein Kräuterhain. Gibt's sowas hier nicht in der Stadt? Da bist du mal auf dem Dorf hier. Okay, Karte. Das da, Rohstoffhersteller, Unterholz, Friedhof, Steinbruch, Angelplatz, Kräuterhain. Angeblich da unten. Die Blumenwiese, Kräuterhain. Ach da! Boah, Alter, ist das gut versteckt. Sieht aus wie einfach nur ein Baum. Aber gut, okay. Also, um ganz ehrlich zu sein, immer noch nicht, warum sie nicht aus diesem Spiel es rausgenommen haben, dass du die Sachen deiner Frau bekommst. Das ist einfach so ein unfairer Vorteil und macht die Schwierigkeit immer noch kacke. Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, du hast jetzt so 3000 davon bekommen. Was hat meine Frau dabei gehabt? Theoretisch das Gewand, was ich verkaufen könnte, was sich aber nicht lohnt zu verkaufen eigentlich. Ja gut, ich könnte die Adin-Kleidung auch noch verkaufen für 2200. Ja, und ich habe nur die Kleidung bekommen. Mehr hat meine nicht gehabt. Ja, ja gut, die hatte noch 2 Kleidung dabei gehabt und ich glaube 9 oder 10 Wolldecken oder so, irgendwie sowas. So in die Richtung.
Jawohl, damit ist der Sommer da. Dann würde ich sagen, hau rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.